Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir zum ersten Mal ein Kampfturnier abgehalten. Da hat Claude richtig rasiert und wir haben ein Stahlschwert Plus bekommen. Sehr, sehr schön. Guckt euch aber den letzten Part an. Stimmt. Im letzten Part ist ja das passiert. Das habe ich schon total ausgeblendet, weil es mich so mitgenommen hat. Wie gesagt, guckt euch einfach den letzten Part an. Da gab es eine lustige Überraschung gegen Ende. Ja, egal. Was machen wir denn heute? So, wir haben jetzt den 13. Juli. Monat der Blauen See. Das Kloster haben wir schon komplett erkundet. Ich könnte jetzt natürlich Ausruhen drücken, um die Motivation meiner Verbündeten zu stärken, weil nicht jeder allzu gut gelaunt ist. Also Leonie und Raphael sind so, Marion ist so ein Viertel. Lysithia und Ignis so die Hälfte, glaube ich. Und Hilda, Lorenz und Claude sind eigentlich ganz gut gelaunt. Wir haben auch noch Unterstützungsgespräche, die gönnen wir uns auf jeden Fall gleich. Dann gibt es hier noch Kämpfe. Die beiden hier, besiege die Banditen im Königreich und besiege die Banditen auf dem Bryonic Plateau. Die werde ich offscreen machen, aber nicht jetzt, sondern nachdem der Part hier endet. Aber es ist jetzt wichtig, was wir jetzt machen, ja? Ich könnte auch mal ein Seminar abhalten. Das könnte ich eigentlich auch mal machen, weil das haben wir noch nie gemacht. Aber weil meine Mitschüler gerade so sind, macht es jetzt auch keinen Sinn, ein Seminar abzuhalten. Oh, Shamir hat auch ein Seminar. Da könnte sogar ich teilnehmen mit Lanze. Ach, ich weiß nicht. Seminare sagen mir immer noch nicht so viel zu. Wir machen Ausruhen, komm. Ich will jetzt hier auch nicht so viel Zeit verplempern. Dann schauen wir mal, wie die nächste Woche abläuft. Der 14. Juli, Montag. Let's go. Gruppenaufgabe. Was machen wir denn heute? So, wer hatte jetzt noch nie eine Gruppenaufgabe zugeteilt bekommen? Leonie und Ignitz, die waren ja gerade eben. Ich glaube, Lysithia und Lysithia. Mann, ich spreche den Namen immer falsch aus. Lysithia. Nicht Lysithia, Lysithia. Okay. Ich glaube, Lysithia und Raphael hatten noch nie. Deswegen werden die beiden jetzt mal Unkraut. Jäten. Eine Drecksaufgabe, aber hey, jeder muss mal ran. So, Unterricht. Kann ich irgendwas anderes machen? Nein, ne? Genau, machen wir Unterricht. So, wer ist denn heute mal dran? Ich will eigentlich die Low-Level mal ein bisschen machen, aber beide, die auf Level 5 sind, sind nicht so Unterricht, haben nicht so Bock. Und da will ich jetzt ehrlich gesagt auch meine Unterrichtsstunden nicht verschwenden. Obwohl eigentlich muss, ne? Ah ja, komm, ich weiß nicht. Wen nehme ich denn jetzt mal? Wer könnte denn ein Level-Up kriegen? Sie könnte ein Level-Up im Reiten kriegen, wenn ich es richtig mache. Bei Hilda ist unwahrscheinlich. Marianne auf jeden Fall unwahrscheinlich. Lysithia könnte aber zwei Level-Ups kriegen, wenn ich es gut mache. Ignaz unwahrscheinlich. Raphael könnte auch ein Level-Up kriegen. Lorenz unwahrscheinlich. Claude wahrscheinlich in der Axt. Dann werde ich jetzt erstmal Lysithia machen. Fangen wir doch mal an mit dem Schwert, oder? Ja, komm. Sehr schön. E+. Schwert Level 1 erlernt. Perfekt. So, dann machen wir mal als nächstes Glaube. Okay. Dann machen wir die Autorität. Dann machen wir Vernunft. Und nochmal Vernunft. Das war doch schon mal super. Hat mir sehr gefallen. So. Wer ist dann als nächstes? Wen mache ich als nächstes? Komm mal, Claude ran hier. Da machen wir mal bei ihm das Fliegen. That was easy, thanks to you. I could get used to this. So, dann machen wir
Axt. I learned a lot from this. Verbesserte sich zu der Technikspalter erlernt. I see. It's all making sense now. Oh, der hat da einen Stern. Sehr schön. Sehr schön. So, dann kriegst du auch ein Level Up beim Fliegen. Experience is everything. Dann kriegst du noch einmal Autorität. That was easy, thanks to you. Und Schwert. Alright, das war auch ganz okay. Was machen wir denn jetzt? Wer ist als nächstes? Wer ist als nächstes? Eigentlich Leonie, ne? Wegen dem Reiten. Das auf D plus bringen wäre schon cool. Oder bei Raphael die Autorität, wobei die eigentlich gar nicht so wichtig ist bei ihm. Bei Lorenz? Na, seine Vernunft könnten wir vielleicht ein bisschen boosten. Bei Hilda vielleicht auch ein bisschen was. Ich kann jetzt noch zwei Schüler nehmen, ne? Dann nehme ich jetzt mal... Komm. Machen wir mal Leonie. Auch wenn sie nicht ganz so gut gelaunt ist. I'm getting it. Ah, leider reicht es nicht aus, dass sie das Reiten auf ein D-Plus kriegt. Schade. Ja komm, dann machst du nochmal Lanze. I've learned a lot. So, vielleicht mache ich jetzt nochmal Lorenz oder ich mache Hilda. Bin mir unsicher. Oder Raphael eigentlich, ne? Naja, komm, wir machen jetzt mal Hilda. So. Hilda. Oh, in der Rüstung hat sie ein E+. Da will ich auf jeden Fall auch, dass sie besser wird. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Axt. Okay. Jetzt machen wir die Rüstung. Alright. Lanze? Sehr schön. Und nochmal die Rüstung. Okay. Hätte ich vielleicht besser machen können, aber naja. So, das war's mit dem Unterricht. Ich glaube, mehr kann ich nicht ändern, deswegen schauen wir mal, wie die Woche abläuft. Professor. In meiner Vorstellung reiten Adlige elegant auf dem Pferd über das Schlachtfeld, die vertraute Lanze in der Hand. Es ist meine Pflicht, dieses Ideal zu erfüllen, daher gilt mein Interesse dem Reiten und dem Kampf mit der Lanze. Trainiere Lanze und Vernunft zu trainiere Lanze und Reitfähigkeit. Gute Frage, aber ich glaube, er hatte in der Vernunft ein Erwachen. Ich werde jetzt erstmal Nein drücken, oder ich werde Ja drücken. Ich werde Ja drücken, dass sich das wechselt, und dann werde ich mal schauen, was bei ihm nochmal das Erwachen war, und das werde ich dann einfach nochmal wechseln. Deswegen, ich sage ihm mal Ja. Und dann werde ich später nochmal schauen bei Lorenz. Oh, du möchtest wissen, was Leonie so macht. Wirst du seinen Beruf... Beruf? Hä? Wirst du zu deinem Besuch aufbrechen? Okay. Oh, Professor, are you training too? I was just about to finish up, but if you want to join in, I can stick around a while longer. Für mich musst du nicht bleiben, das dauert vielleicht etwas. Es ist etwas, also beide Aussagen sind Aussagen, die ich auch sagen würde. Für mich musst du nicht bleiben oder das dauert vielleicht etwas. Naja, sie hat ja gesagt, sie will gerade aufhören. Ich sag mal, dass das vielleicht etwas dauern würde. Oh no, it's fine. Just do your thing. Don't mind me. Come on, don't be shy. Ach komm jetzt, als ob das jetzt... Egal, ich sag dazu nichts. I'm beat. But we're finally done. Du hättest nicht die ganze Zeit bleiben müssen. Punkt, Punkt, Punkt. I was already training when you got here, and I finished right alongside you. Guess I outlasted you, huh? Oh, das ist kein Wettkampf. Geil. Speak for yourself. I'm always looking to improve.
die ist echt richtig schnell pisst. Warum? Also egal, was du ihr sagst, so, die wird richtig schnell angepisst. Du brauchst nur Captain Gerald mal so ein bisschen komisch angucken und du bist für sie gestorben gefühlt. So, selbst wenn, scheißegal, ob das mein Vater ist und meine Beziehung zu Gerald komplett anders ist als ihre Beziehung zu Gerald. Wenn ich Gerald auch nur einmal schief angucke, ist sie schon, keine Ahnung, auf 180. By the way, Professor, something I wanted to ask. Oh, here it comes. Lass hören, frag mich, was immer du magst. Lass hören. Are you really Captain Gerald's kid? Och mein Gott, ey. Willst du meine Geburtsurkunde sehen oder was? Ich weiß es nicht. So hat man es mir gesagt, WTF. Also Leute, actually, wir haben ja, eigentlich habe ich ja wirklich keine Ahnung, ob das mein Vater ist, so. Vielleicht wird mir das ja die ganze Zeit vorgespielt. Also eigentlich weiß ich es nicht. Ich müsste ihr jetzt klar und deutlich sagen, Leonie, ich habe wirklich legit keine Ahnung, ob das mein Vater ist. Aber dann würde ich das wieder beides kombinieren. Ich würde sagen, ich weiß es nicht, so hat man es mir die ganze Zeit gesagt. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde das wieder kombinieren. Deswegen, Mann, ich hasse sowas. Warum gibt man solche zwei Aussagen, die man locker miteinander kombinieren könnte? Sag doch einfach, ich habe keine Ahnung, man hat es mir so gesagt. Warum sagst du nur, ich habe keine Ahnung? So, was ist das denn für eine Antwort? Was soll sie damit? Ich habe keine Ahnung. So hat man es mir gesagt. Ja, eigentlich beides. Oder nicht? So. Naja, man hat es mir gar nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich mit dir. Eigentlich würde ich das sagen, aber ich bin jetzt ehrlich, ich habe keine Ahnung. That's a pretty detached tone to take about your own family. What's your opinion of him then? You must look up to him at least. Selbstverständlich respektiere ich ihn. Wenn es jetzt hier eine andere Antwort gegeben hätte mit eigentlich ist er mir scheißegal, ne? Ich glaube, die würde mich komplett... Ich würde mich sofort hops nehmen. It doesn't sound like you really appreciate him. Alter. Take my word for granted, please. Was ist denn das wieder für ein Ausdruck schon wieder? Sei doch nicht gleich so angepisst. Calm down. You didn't even know until you came here that he used to lead the Knights of Seros, did you? Oh, tut mir leid. Tut mir wirklich leid, dass ich nicht so viel über ihn weiß. Klar, es ist traurig, wenn es wirklich mein Dad ist. Also, wenn Gerald wirklich mein Dad ist, ja. Dann ist es wirklich schlimm. Dann ist es wirklich schlimm, dass sie mehr weiß über Gerald als ich, obwohl ich ihr sein Sohn bin. Dann ist es wirklich schlimm, wenn jemand anderes mehr weiß über ein Familienmitglied, über mein Familienmitglied. Wenn jetzt mein Kumpel mehr über meine Mutter weiß, würde ich mich auch... Wäre ich schon so... Sass, so. Versteht ihr, was ich meine? If it weren't for him, you wouldn't be half the person you are now. Ach, halt doch die Schnauze. Das geht jetzt schon wieder zu weit. Das geht zu weit. Du hast gar keine Ahnung über meine Vergangenheit. Hör auf, so zu reden, als hättest du eine Ahnung. So, calm down. Also ich und Leonie, glaub, da wird nichts. Selbst als Lehrer fällt es mir schwer, jetzt sie zu respektieren, weil sie ein bisschen übertreibt jetzt. Never even thought about how lucky you are. Soll ich meinen Controller hinlegen und gehen? Oh boy, ey. Ohne Scheiß. Das Ding ist, sowas erlebt man ja in Real Life halt auch, ne? Dann stehst du da und denkst dir so, was willst du jetzt antworten, weil du einfach auf dein Leben gerade nicht klarkommst, was dir an den Kopf geschmissen wird. Was ist das? Ich fühle mich total verarscht gerade. Das ist übelst respektlos. Glaub mir, wenn Gerald das wüsste, was du mir hier gerade an den Kopf schmeißt, ne? Meine Güte, Mädel, Alter. Ohne Witz. Oh, okay, this really bothers me. Me too. Kannst gerne gehen. Wir sehen uns nächste Woche im Unterricht. Listen up. I don't care if you're the teacher and I'm the student. I'm going to outshine you. Mach. Und dann? Was dann? Sag mir bitte, was dann? Was passiert dann? So, dann hast du mich halt überflügelt, so wie es da unten steht. Und was haben wir denn dann davon? Hä? Erzähl mir. Ist es so episch? Ist das so ein episches Gefühl? So, ich sehe dich nicht mal als einen Gegner. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie scheißegal mir das ist, ob du mich überflügelst oder nicht.
wie ich auch noch mit meiner Hand schon Gestiken mache, die ihr gar nicht sehen könnt. Ich habe gerade meine Hände so aneinander gerieben. Ich bin viel zu krass vertieft in diese Situation. Ich fühle mich wie so ein Konfliktlotser, richtig behindert. Wer kennt das noch damals aus der Schule, Konfliktlotsen-AG? Oder Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage oder so ein Dreck. Oh Mann. I know you were some famous mercenary before you came here, but let me tell you something. Ich halte mein Ohr extra hin, komm. Gib's mir, was willst du mir sagen? Ich halte mein Ohr extra so schön hin, damit du mir wirklich jedes einzelne Wort, jeden Buchstaben so wunderschön sagen kannst. Ich bin ready. Ich bin ready für das, was jetzt kommt. I'm going to be better than you ever were. Oha, habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet, Leonie. Damn. Ich versuche mich, eigentlich dürfte mir das alles sowas von scheißegal sein, aber glaub mir, es wäre mir auch scheißegal, wenn es jetzt Real Life wäre, aber weil ich das ja für euch kommentiere, will ich ja meine Meinung dazu eigentlich jetzt geben, deswegen rede ich auch überhaupt so, wie ich gerade rede. Ich werde besser werden, als du es jemals warst. Schön. Viel Glück. In fact, I'll surpass you in no time at all, so don't blink. You might miss it. Er hätte nichts dagegen, wenn ich es verpasse. Wie kann jetzt das Unterstützungslevel C eigentlich erreicht sein? Wie gesagt, es müsste jetzt wie Unterstützungslevel Z sein oder so. Motivation ist gestiegen. Das kann ich verstehen. Also Leonies Motivation ist jetzt wahrscheinlich auf 1 Million, weil sie jetzt alles tun wird, um mich zu überbieten. Dann wird sie realisieren, scheiße, es ist doch nicht so einfach, ihn zu überbieten. Sie hat ja noch nicht alles gesehen, was ich kann. Schade. Das hast du von deinen Vorurteilen. Menschen, die ihre Vorurteile direkt äußern, sind echt nicht richtig im Kopf. Du möchtest wissen, was Sly City ja so macht. Wirst du zu deinem Besuch aufbrechen? Aber natürlich, cool. Ich besuche jetzt hier jeden Schüler oder was? Was geht hier ab? Honestly, what do they all take me for? I'm fine. Perfectly and completely fine. It's hardly different from daytime. I'm not scared. Ghost! Hang on. Professor? Is that you? Oh, well, good evening! Ich muss sagen, die Voice-Actorin hat sich Mühe gegeben. Wohin des Weges, was machst du denn hier? Oh Gott, bei was machst du denn hier? Musste ich gerade an Asi-TV denken, ey. Leute, ich weiß, RTL ist der größte Dreck und so, ne? Aber ich muss einfach zugeben, als Kind damals, wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, ich habe einfach Asi-TV geguckt, weil ich mich kaputt lachen konnte. So, wisst ihr, mit dem Humor, das ich damals hatte und so jung und naiv ich war. Das war einfach so lustig. Und dann gab es da diese eine, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber die auch immer so, was machst du denn hier? Das war geil. Wohin des Weges oder was machst du denn hier? Also wohin des Weges ist mehr so careless, oder? Aber was machst du denn hier ist mehr so ernst. Und ich finde schon so, eine 15-Jährige draußen im Dunkeln, weil man sieht ja im Hintergrund, es ist nachts und sie hat ja Angst vor Geistern und so. Deswegen gleich mal ernst. Was macht denn eine 15-Jährige draußen allein im Dunkeln? Oh, I left something in the dining hall, so I'm on my way to fetch it. But you don't need to come with me or anything like that. I'm fine on my own, really. Hatte ich gar nicht vor. You weren't? Oh, apologies for making an assumption. The truth is, everyone I come across asks if I'd like some company. They all seem to think I'll be scared wandering alone at night. Ja, Lysithia, das zwar auch, aber das ist nicht der Hauptgrund. Das ist vielleicht 20% der Grund. Der größte Grund, warum, ist halt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen unterwegs bin, ja, und ich sehe ein junges Mädchen, so, ich kann das Alter ja nur schätzen, so, ne? Klar gibt's auch Leute, die sehen mit 20 noch aus, als wären sie 15 oder so, keine Ahnung, gibt's, ich war auch einer, so, als mein Bart kam, sah das dann wieder anders aus, aber ihr wisst, worauf ich hinausgehe,
Wenn ich jetzt draußen mal unterwegs sein sollte, um, keine Ahnung, 23 Uhr oder so, ist selten, aber wenn es mal passiert und ich sehe ein Mädchen und ich erkenne, sie sieht wirklich relativ jung aus, da frage ich mich halt schon, warum ist sie draußen unterwegs, alleine? So, selbst ich als socially awkward würde zu ihr hingehen, also versuchen wirklich mich zusammenzureißen und zu ihr hinzugehen und zu sagen, hey, was machst du hier um diese Uhrzeit alleine draußen? Was machst du hier? Bist du auf dem Weg nach Hause oder was? Oder ich würde sie sogar begleiten. Ganz ehrlich, das macht man einfach. Das ist der Instinkt eines Mannes. Vor allem bei einem Mädchen. Also bei einem Jungen würde ich das auch tun, klar. Wenn es ein 15-jähriger Junge ist, allein im Dunkeln draußen, das geht auch nicht. Aber bei einem Mädchen, weil es halt das andere Geschlecht ist und weil wir Männer halt einfach wirklich beschützerisch sind, kommt dieser Instinkt in uns auf. Egal, ob wir es wollen oder nicht. Und dann würde ich da halt einfach safe hingehen und erstmal fragen, was machst du hier? Geh bitte nach Hause. So, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich kenne dich einfach null. Aber bitte sei vorsichtig und geh einfach nach Hause. Dankeschön. So rude and presumptuous, you know. I'm perfectly capable of being on my own. Selbstverständlich. Gute Nacht. Jetzt mache ich den Claude, ey. Geil. Hey, Professor, wait. Well. Und das ist der Grund, warum du immer ehrlich mit mir sein solltest. I thought it might be nice to walk and talk together to the dining hall. Shall we? To be abundantly clear, this has nothing to do with my non-existent fear of ghosts. Gerne doch. Um ehrlich zu sein, bin ich beschäftigt. Nee, das... ich weiß, dass... Also dieses um ehrlich zu sein, bin ich beschäftigt. Ich weiß, dass das ein Joke ist. Das ist so wie, wenn Claude als Claude mit Lysith hier gejoked hat. Das ist das Gleiche. Aber irgendwie, es fällt mir schwer, was soll ich jetzt antworten zu ihr? Versteht ihr? Also innerlich bin ich ja so, ich komme 100% mit, egal ob du sagst nein oder ja. So, ich komme auf jeden Fall mit. Du bist ein 15-jähriges Mädchen allein draußen im Dunkeln, ich komme safe mit. Ob du willst oder nicht, ich bin dabei. So. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu joken, um einen Witz zu bringen? Ich weiß ja nicht, ob dieser Baldith hier den Witz dann wirklich ernst meint und nicht mitkommt. Oh Mann, was nehme ich denn jetzt? Nur um es ganz klar zu sagen, das hat nichts mit meiner sowieso nicht existenten Angst vor Geistern zu tun. Soll ich jetzt mit ihr mitgehen? Gerne doch, oder um ehrlich zu sein, bin ich beschäftigt. Ja komm, sie hat mich schon gefragt, ob wir gehen wollen, dann sage ich komm. Ist jetzt, man muss auch mit den Jokes aufhören, nicht so übertreiben. Claude kann gerne mit den Jokes übertreiben, ich mache ein paar Jokes, aber danach bin ich auch wirklich ernst. Oh, you must be bored. Fantastic then. Do you mind, filling the void with some chatter? Some find silence to be a bit unsettling after all. Worüber sollten wir denn reden? Ja, statt das zu sagen, hätte ich jetzt eigentlich schon ein Thema angesprochen und das dann so in eine Frage formuliert, dass ob sie mit dem Thema einverstanden ist oder ob sie ein anderes Thema hat. Aber egal, komm. Worüber sollten wir denn reden? Okay. I confess, I am scared of ghosts. The monastery is unnerving to me at night. So, can we talk about something, please? Anything. I've noticed for quite some time now, you treat all your students equally, don't you? You've never treated me differently simply because I'm younger than the others. Ja, das Ding ist, ich darf halt nicht biased sein. Ich hab halt schon so meine Favorites. Ne, ist ja klar, komm, also wirklich, egal wie du ein Mensch bist und ob du jetzt eine höhere Führungsposition als andere hast, so, bestes Beispiel ist halt wirklich Lehrer und Schüler, so. Du bist der Lehrer und hast 8 Schüler. Du wirst von den 8 Schülern immer einen mehr bevorzugen als den anderen, ist so, wir Menschen sind einfach so. Und ja, deswegen, ich habe auf jeden Fall meine Favorites. Aber ich darf auf jeden Fall nicht biased sein und muss jeden gleich behandeln. Da hast du recht. And I've always appreciated that. Thanks. Du bist wirklich jünger. Was ist denn das schon wieder für eine Antwort? Man sieht doch, dass sie jünger ist, oder nicht? Außerdem steht es doch im Klassenbuch.
Du Vollidiot! Isn't it rather obvious? I'm roughly 2 to 3 years younger than the rest of the class. Außerdem ist die 1,48 groß, glaube ich. Warum habe ich mir die Zentimeterzahl gemerkt? Ich bin echt ein Creep, echt. Es liegt wahrscheinlich aber daran, dass ich mir auch Geburtstage gut merken kann. Ich weiß nicht, das ist voll weird. Wenn ich eine Zahl sehe und die Zahl auf irgendetwas Bestimmtes ist, also auf eine Person bestimmt oder auf keine Ahnung was bestimmt, die Zahl hängt mir einfach im Kopf. Das geht nur mit Zahlen. Ich weiß nicht wieso. Have you just not been paying close enough attention to those you teach? That's poor form for a professor. Oh, there! I found what I was looking for. Well, I'd better be on my way now. Good night! Ich sollte schon mitkommen. Also jetzt nicht bis zum Zimmer, das wäre schon irgendwie... Also man muss ja auch seine Grenzen kennen, vor allem als Lehrer-Schüler. Und bei dem Verhältnis muss man auf jeden Fall seine Grenzen kennen. Und ich glaube, es wäre schon etwas weird, wenn ich sie jetzt bis zum Zimmer begleiten würde. Ich könnte sie vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt begleiten und dann sagen, ja, jetzt weißt du ja den Weg einfach nur noch geradeaus und dann bist du in deinem Zimmer. So, gleichgeschlechtlich, kein Thema. So, wenn jetzt Manuela, könnte sie bis zum Zimmer begleiten, kein Thema. So, aber bei mir wäre es halt ein bisschen, ihr wisst schon, deswegen. Unterstützungslevel C und sie ist voll Motivation, voll geboostet, nice. So, wir hätten jetzt 2 Gespräche diese Woche und der Part ist schon vorbei. Let's make it quick. Oh yeah, I'm ready to roll. Mit Raphael kann jeder arbeiten, ich sag's, der ist einfach zu nice. Finally done. Not bad. Ja, war doch ganz okay. Oh yeah, Lysithia hat Vernunft C+. I see. Vernunft Level 3. Hilda mit Ritterschreck. Sehr schön. Und nochmal zu der Sache von vorhin mit meinen Favorites. Also Leonie hat sich auf jeden Fall gerade komplett in den Keller geschossen. So. Ich muss sagen, Leonie war bei mir schon immer so auf Mittel. Wirklich. 50%. Ne? Aber die hat sich gerade wirklich mit dem Gespräch, was wir hatten, komplett in den Keller geschossen. Und da ist sie komplett selber dran schuld. Muss ich jetzt so ganz klar sagen. Und Lysithia gerade, ja, die war bei mir schon immer so in der Mitte, so 60-70%, die habe ich schon immer gemocht, die war ganz nett, ganz süß. Und die ist auch da geblieben, sie ist ziemlich nett. Ich mag es, dass sie Angst hat. Es ist irgendwie lustig. Und dass sie so tut und sie es nicht mag, dass sie wie ein Kind behandelt wird. So wie Claude halt mit ihr interagiert hat. Das finde ich einfach nur cute und geil und episch. Ja, und wie ich die anderen sehe, wenn ich das jetzt sagen würde alles, das würde den Rahmen sprengen. Das kann man ja für später aufheben. Jetzt sind wir beim nächsten Sonntag angelangt. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch die Unterstützungsgespräche mache, wäre das perfekt. Genau, aber dann sollten wir jetzt damit anfangen. Ich speichere das. So, gespeichert. Und jetzt werde ich... Ach genau, ihr wolltet bei den Zielen nachgucken. Lorenz. Ah, Lorenz hat gar kein Erwachen. Okay, wenn Lorenz gar kein Erwachen hat, dann behalte ich ihn tatsächlich so, wie er es wollte. Und dann lasse ich ihn jetzt so. Okay. Hat er nochmal Glück gehabt. So, dann machen wir jetzt noch die Unterstützungsgespräche und dann werde ich offscreen diese beiden Kämpfe hier machen, um zu leveln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich glaube, wir machen nur... Nicht alle Unterstützungsgespräche, ich glaube, das würde einfach zu lange dauern. Raphael mit Lysithia und mit Leonie. Also Leonie, wirklich, ich will keine Gespräche mit Leonie mehr haben, deswegen, also die hat sich wirklich in den Keller geschossen, deswegen machen wir jetzt mal Leonie mit Raphael, mal sehen, was die beiden sich zu besprechen haben. Hey Leonie, are you just getting back? Whoa, what's with the bag? It's huge! Oh, this? I thought I'd get all my chores done at once. Guess it got a little out of hand. Sorry to be a pain, but could you help me out? I'm happy to help. Where'd you go to get all this stuff? Well, first it was just the cloth scraps from the tailor, and then it was the used oil from a restaurant in town.
After that, it was the books the scholars didn't know what to do with. I mean, that was just on the way. Whoa, it sounds like you did a lot of running around today. It wasn't so bad. I just figured it would save time if I did it all in one trip. You planned all that out? Impressive! Also da muss ich sagen, das macht, darin ist Leonie wirklich gut, denn ich bin genauso. Ich denke über alles 80.000 Millionen Mal nach, wie ich am besten Zeit sparen kann und wie ich Sachen kombinieren kann. Dagegen habe ich ja auch nichts. Ich finde nur diese Vorurteile, die sie mir gemacht hat, hat sie halt komplett in den Keller geschossen. So, versteht ihr, was ich meine? Es ist halt wirklich schwierig mit solchen Menschen manchmal. What are you gonna do with all that stuff you got? The scraps will be good for dishcloths, and I can make soap from the oil. The books are just to help with my studies. You really can't let anything go to waste, can you? Nope. Can't stand the idea. Who knew you were so thoughtful? I mean, with actual thinking ahead. You're so generous to everyone and always making me food. I never knew how much thought you must put into it. Krass. Sie kocht Essen für Raphael. I cook to relax. And it's nice seeing how enthusiastic you get about eating what I make. Whatever I give away is just the stuff that isn't useful to me. I pick up all sorts of things when I'm in town. Giving things like that to people who need them or who can actually use them makes sure they aren't wasted. That makes sense. You've got to use up the stuff you've got, after all. Hey, do you think you're like this because you didn't have much growing up? Oh, it's what's deep. I guess times were tough now that you mention it. The folks in my village definitely aren't rich. My dad had to go through a lot of trouble to get the recommendations I needed to attend the academy. That doesn't mean I've grown up to be stingy. It just means I don't like to squander. Anyway, enough of that. It's in poor taste to go on about your own hardships. I've always got time for a meal with a friend, and it so happens I picked up some choice meat today. Why don't we share it? Now you're speaking my language. Schönes Gespräch. Das war ein tolles Gespräch. Muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch nichts weiter zu sagen. Das war cool. Jetzt das gleiche, nur mit Ignitz. Also jetzt Leonie mit Ignitz. So. Oh, Professor, here's the map you. Hä? Ich bin aber nicht Leonie. Habe ich das falsch gedrückt? Ach so. Ach, Ignitz, Mann, ich weiß. Ach, scheiße. Da tut mir Ignitz jetzt voll leid, aber ich bin genau wie Ignitz, so wenn ich zwei Leute sprechen sehe, obwohl ich jetzt gerade mit jemandem sprechen will, ich könnte im Leben nicht dahin gehen und sagen, ey, hör auf mit ihm zu reden, ich will jetzt mit ihm reden. Also klar, so würde ich das im Leben nicht sagen, ich würde ja nicht mal hingehen, wie gesagt, aber ich meine, ich hatte das. Ich war mit Sinistra nie in einer Schule gemeinsam. Aber dann, so kurz bevor, während ich in meiner Ausbildung war, hatte er so einen Schulbesuch, und hatte so ein paar Kurse besucht in meiner Schule. Das heißt, wir konnten uns vielleicht mal in einer Pause mal für ein paar Minuten sehen und danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Und wenn wir diese Pause hatten, haben wir sie auch immer genutzt, versteht ihr? Wir haben gesagt, okay, um 11 Uhr, keine Ahnung, wie so ein richtigen Plan, so um die Uhrzeit treffen wir uns da und dann können wir endlich mal reden. Und dann war es natürlich auch so, dass er seine Freunde dabei hatte, so. Und die haben manchmal nicht aufgehört, mit ihm zu labern. So, und dann hat er einmal einfach eiskalt gesagt, okay, bleibt mal bitte hier, wartet mal auf mich, ich muss kurz was machen. So, und was meinte er damit? Er ist dann einfach zu mir gegangen und wir haben uns einfach unterhalten. Wir konnten uns unterhalten, weil er wusste, ich habe es schwer mit anderen Menschen. So, wenn seine Freunde dabei wären, wusste er, okay, Mikael kriegt gar kein Wort aus ihm raus und er kann mir im Leben nicht das sagen, was er gerade im Kopf denkt. Und so einen Kumpel zu haben, wisst ihr, ist alles, was du in deinem Leben brauchst. Grüße gehen nochmal raus an Sinistra, vielen lieben Dank dafür. Egal, weiter im Thema. Hey, Ignatz, didn't you have something to talk to the professor about? Ignatz? Ich sage immer Ignitz, also klar, da ist ein A. Eigentlich müsste ich wirklich Ignatz sagen, aber irgendwie kam mir immer so Ignitz in den Kopf. Ist ja auch egal. Ich kann Namen einfach irgendwie. In letzter Zeit fallen mir Namen echt schwer. Oh no, nothing urgent. You didn't cut short your conversation because of me, did you? Come on. Do I seem like the type to do that? No. I just had a couple of questions about the bows. We're done now, so I thought I'd come and tell you. The bows? Is something wrong with them? Lots of them have come in for repairs lately, so I switched out some of the strings for stronger ones. They've been breaking less, but now they're harder to draw. Ah, I see.
I suppose people would prefer if you went back to the lighter bowstrings. Maybe. If the only issue was the draw weight, I'd just tell people to get stronger arms. But the real problem is that you can't shoot as fast. The arrows also fly too far now. I can see how slower shooting is a drawback, but the arrows flying farther, that actually sounds like a good thing. Sure, on open plains, but up close you lose accuracy. That's why I thought it might be good to use different bowstrings for different scenarios. I wanted the professor's opinion about that. Oh, good point. You know a lot about bows, don't you? Guess I do. I grew up in a hunting village, so I've been around them my whole life. I wouldn't say I'm necessarily better than anyone, but at least I know what I'm doing. And you? Do you have something you're really good at? Me? Oh no, I don't think so. Well, I'm sure you'll find your thing someday. I hope so. Auch ein interessantes Gespräch. Ich muss ganz ehrlich sagen, was Ignitz angeht, weiß ich echt nicht wirklich viel. Also jetzt wirklich alle anderen Charaktere, bis auf vielleicht Lorenz. Obwohl ja doch, wegen den Gesprächen mit Hilda weiß ich doch viel mehr über Lorenz. Also wirklich, Ignitz ist so echt derjenige gewesen, zusammen mit Leonie, von denen ich wirklich am wenigsten wusste. Aber jetzt durch diese beiden Gespräche, diese drei Gespräche mit Leonie und dieses Gespräch mit Ignitz. Ignitz ist halt auch so jemand, auch zurückhaltend, sagt auch nur sehr, sehr schwer und sehr, sehr selten seine eigene Meinung, weil er die Meinung anderer nicht wechseln will. Das kenne ich. Ja. Aber trotzdem, aus tiefstem Inneren ist er ein guter Mann. Und er muss nur ein bisschen aus sich rauskommen und dann wird auch aus ihm jemand Gutes. Was ist denn sein Ziel aktuell? Bogen und Vernunft. Genau, im Vernunft hat er ein Erwachen. Genau. Deswegen habe ich ihm auch Vernunft gegeben. Das wird schon, Ignitz, keine Sorge. Wir kriegen dich durch. Genauso wie all die anderen Schüler hier. So, wir haben noch ein Gespräch, aber den packe ich dann in den nächsten Part rein. Lysithia mit Raphael. Auch ein sehr interessantes, bestimmt auch ein sehr interessantes Gespräch. Da speichern wir jetzt wieder ab. Und ich würde sagen, Leute, ich sehe euch in der nächsten Folge von Fire Emblem Three Houses wieder. Ich werde jetzt, wie gesagt, offscreen die zwei Kämpfe hier machen, die es gibt. Und dann schauen wir mal weiter, wie der Monat Juli der Blauen See, wie es hier weiter verläuft. Claude hat bald Geburtstag, sehr, sehr cool. Und ja, bleibt einfach dran bei dem Let's Play. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, das Spiel aufzunehmen und zu spielen. Bleibt clean, until next time und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye.